Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Oh, Axt. Von Medieval Dynasty. Wieso lag die Axt da und die Bretter nicht? Normal liegen immer noch Bretter dort. Weiß nicht, warum die jetzt nicht da waren. Oder ich habe die Axt das letzte Mal übersehen. Auch das will ich nicht ausschließen. So, wir müssen nach Borovo, weil da ist eine Quest. Und dann können wir von da aus nach Branica gehen. Klopper Branica, wo die Quests sind. Ne, Baranica war das. Der erste Ort. Oh. Hafael. Also im Winter sieht man manche Sachen doch deutlich besser. Die gehen im Sommer dann einfach in dem ganzen Grün unter. Und dann, wie gesagt, auf nach Baranica. Und anschließend können wir den Heimweg antreten. Aber das würde ich dann auch wieder laufen, weil dann können wir noch wieder an Stellen zurück, an Wegen zurücklaufen, wo wir jetzt nicht hergekommen sind. So. Nee, du bist es nicht. Da, Genoveva. Kann ich dir bei etwas helfen, meine Liebe? Du bräuchtest ein neues Paar Stiefel. Okay, wir gehen in Hornica welche besorgen. Wir müssen sowieso nach Hornica. Passt. Grüß Gott, Herr Fuhrmann. Hab leider gerade keinen Bedarf für Ihre Dienste. Hier hätten wir sonst auch nochmal Wildschweine jagen können. Aber brauchen wir jetzt nicht. So, hier mal gucken, ob wir da mal die Fackel übersehen. Wenn da so vereinzelte Sachen da sind. Ja, wobei Hose, der könnte auch neu sein. Also im Sommer übersieht man die Sachen echt gerne oder im Frühling, Sommer, Herbst. Weil dann so viel Grün da teilweise und Blätter noch drumherum sind. Dass das einfach untergeht sozusagen. Noch ein Wägelchen. Der ist definitiv neu, der ist nämlich voll. Okay. Branica, Baranica. Sehr gut. Da ist noch ein Wagen, aber der war, glaube ich, auch schon da. Oder? Scheint auch neu zu sein. Wenn da drei Sachen sind, dann sind die... Ist ja im Prinzip so das, was man an Tages... Hi, Siegfrieda. Kann ich dir bei etwas helfen, meine Liebe? Du bist hungrig. Okay, wir besorgen dir was zu essen. Was hättest du denn gerne? Zufällig Fleisch? Meerkornbrot. Okay. Das ist mal was Neues. Hi, Leopolda. Kann ich dir bei etwas... Oh, die ist schon 70. Kann ich dir bei etwas helfen? Du könntest die Hilfe eines starken Mannes gebrauchen. Okay. Du musst deine Familie ernähren, aber die Vorräte sind erschöpft. Okay, auch sie braucht was zu essen. Was hätte sie denn gerne? Ne, Tagebuch muss ich hin. Sie hätte gerne 4 Fleisch und ein Fischfilet. Fischfilet habe ich jetzt natürlich nicht dabei. So, das waren, glaube ich, die einzigen Quests hier, ne? Ja, die nächste ist dann noch in Denica.
Da gehen wir jetzt aber nicht lang. Wir gehen jetzt hier den Weg zurück. Wir könnten dann in Hornikau vorbei. Das machen wir. Gehen wir den Weg hier zurück. Und dann gehen wir morgen nach Denika. Beziehungsweise ich muss ja noch nach Baranika wieder hin. Aber dann gehen wir über Denika nach Baranika. Und gucken mal, ob wir dann zurückfahren von Baranika aus. Oder über Gostuvia könnten wir dann auch heimlaufen. Das wäre auch nochmal ein anderer Weg. Ich glaube, das machen wir. Da ist ein Wägelchen. Ich laufe ja gerne immer andere Wege. Einfach halt, um potenzielle Wagen oder Banditenlager halt alle abzugreifen. Also die, die halt auf den Wegstrecken sind, wo wir langlaufen können. Ohne jetzt gezielt auf Reise zu gehen. Nur um die Banditenlager abzuklappern. Oh, Knüppel. Was man nicht alles so findet, ne? So, dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Da oben könnte noch ein Banditenlager sein. Haben wir schon öfters eins gesehen. Haben wir schon zwei Sachen ohne Waren. Muss ich aber gerade mal gucken. Das eine wird ja... Oh, die Schmiede. Was fehlt der denn? Keine Eisenbarren mehr. Da muss die hier wieder mehr Eisenbarren machen. Dann macht ihr hier mal mehr, bitte. Sag ich ihr oder du? Du. Der ist alleine. So. Und wo fehlt noch was? Ach so, genau. Zwei Sachen fehlen bei dem einen. Stimmt, für zwei Sachen habe ich kein Material. In beiden Fällen brauche ich Eisen. Da ist ein Wagen, aber kein Lager. Okay. Okay, wobei das Lager wäre hier, ne? Ja, hier wäre das, wenn es da wäre. Hier ist dann der Platz. Aber es ist nicht da. Aber ist auch okay, kann ich mit leben. Da liegt noch ein Knüppel. Das ist auch von einem der Überfälle übrig geblieben. Ein Messer. Sind dann die Werkzeuge, die irgendwo, wenn ich die so anschieße, die so wegfliegen. Dann fliegt ja deren Werkzeug, was sie da haben, auch immer, wer weiß, wie weit weg. Und dann finde ich es nicht mehr. Aber im Winter taucht alles wieder auf. Im Winter kommt alles wieder. Nachher mal gucken, wie viel Eisenerz wir denn eigentlich im Lager haben. Ob ich da die Eisenproduktion überhaupt so hochfahren kann. Verkaufen
kaufe ich eigentlich Kupfererz? Das muss ich jetzt gerade auch mal gucken, Entschuldigung. Dienstleistungen, Rohstoffe, Wolle. Oh, Eisenbarren verkaufen. Mal das, nee, verkaufen wir nicht. Entschuldigung. Da habe ich mich vertan. Das verkaufen wir nicht. Wie sieht's hier aus? Kupferbarren verkaufen wir. Das ist okay. Eisenbarren verkaufen wir auch nicht. Okay. Leder können wir noch ein bisschen verkaufen. Verkauf mal weniger Kupfer. Verkauf dafür mal Leder. Ja, 5% reichen sogar. Mit 5%, die reichen sogar völlig. Da könnte auch so, wir können jetzt auch direkt nach Hornika, ne? Ich gehe aber, glaube ich, lieber den etwas längeren und dafür etwas sichereren Weg. Dann können wir gucken, ob hier ein Wagen ist, was nicht der Fall ist. Ich mache halt den Umweg über mein Dorf. Ist auch kein Banditenlager, wenn ich das richtig sehe. Hier könnte eines sein. Aber ist nicht. So, dann gehen wir hier oben lang. Weil ich würde gerne die Wölfe umgehen. Da die nicht so umgänglich sind, umgehe ich die lieber. Mal gucken, wo wir hier außen lang laufen können. Da ist nämlich alles zu. Alles zugemacht. Oh. Hier sind auch noch wir. Okay. Muss gleich mal einen Happen essen, ne? So, und dann besorgen wir mal die Stiefel. Oh, hier sind wir. Moment, da müssen wir lang. Ah, jetzt weiß ich wieder, genau. Jetzt war ich eben, ups, ein bisschen verwirrt. Oh, ein Schneemann. Hi. 3 Stücke. Hallo, Herr Fuhrmann. So, zum einen müssen wir mit Igor reden. Dann müssen wir Schuhe kaufen. Da müsste der drin sein. Hi Igor. So, die Tiere sind weg. Das hast du bemerkt. Dann ja, vielen Dank. Sehr schön. Dann brauchen wir ein Fischfilet und 4 Fleisch. Oh, wo ist denn die? Caroline. Hi. Ich möchte edle Stiefel kaufen. Mal wieder. Vielen Dank. Edlen Stiefel. Ich muss immer noch was essen, ne? Ich sag die ganze Zeit, ich muss was essen. Und was mache ich nicht? Was essen. Dann
kann ich mal das Fischfilet holen und das Meerkornbrot brauchen. Aber das kann sein, dass ich das backen muss. Da weiß ich gar nicht, ob wir welches haben. Da müsste ich mal gucken, was wir da brauchen. So, erstmal können wir mal 94 Fleisch abgeben. So, das Hafer-Ale können wir abgeben. Das Verdorbene können wir abgeben. Dann können wir mal gucken. Wir brauchen ein Fischfilet. So, und ein Meerkornbrot. Ich glaube, die backe ich nicht. Doch. Wir backen vielleicht nicht, aber wir haben zumindest eins. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Würde ich sagen, Münder zu füttern, 1 und 4, passt. Üppiges Essen, passt. Sprich mit Genoveva, genau, das passt auch. Cool. Dann waschen wir uns und dann gehen wir mal ins Bettchen. Und dann morgen nach Denica und über Baranica dann zurück. Dann haben wir schon Tag 3. Tage verfliegen. Ich konnte gerade das ganze Zeugs noch ins Lager packen, ne? Das habe ich eben versäumt. Wir waren ja schon in einem Lager und ich habe es versäumt. Oh, dem Sohnemann müsste ich was schenken, ne? Holzschale, Pelz, Stock, Wolle, Wollgarn, Wollstoff, Bronzeaxt, Bronzeschaufel, das Eisenmesser, wobei das hätte ich auch behalten können. Fackel. Nein. So, wir brauchen das Eisenmesser. Beziehungsweise ich kann auch ein frisches mitnehmen. Das eine ist gleich leer und meine Fackel brauche ich wieder. So. Aber das eine ist gleich kaputt, sagen wir es mal so. Und den Eisenspeer brauche ich auch nicht. Wo war er denn? Da. Jetzt passt's, glaube ich. Ich habe 2 Trinkschläuche. Ist einer zu viel. Wenn, dann brauchen wir maximal einen. Nicht wahr, Tybalda? So, ist doch Xabor, ne? Hi. Oh, da will ich nicht mehr mit mir reden. Wahrscheinlich stinke ich zu sehr. Nee, ist einfach nur zu spät. Der geht jetzt ins Bett. Dann redet er nicht mehr mit uns. Wir gehen jetzt auch ins Bett. So, gute Nacht. Oh, oder auch nicht gute Nacht. Feuerchen machen wir an, ne? Jetzt kommen wir ins Bett. Und einen wunderschönen Hello. Guten Morgen, meine Liebe. Wie steht's um unser kleines Königreich? Die Bauern benötigen mehr Handwerksmaterial. Ja, wir machen uns wieder auf den Weg nach Denica und Baranica. Laufen wir mal die Strecken wieder ab. Und gucken mal, dass wir die Quests gelöst kriegen, ne? Da müssen wir morgen mal gucken, was wir dann, also im Real Life morgen, müssen wir mal gucken, was wir dann weitermachen. Oh, da liegt auch noch ein Wagen.
Weil dann haben wir Tag 3, haben wir dann wahrscheinlich rum. Bis wir das gelöst haben, alles. Dann haben wir aber noch Tag 4, Tag 5, Tag 6, Tag 7, Tag 8. Die wir noch irgendwie rumbringen müssen. Völlig questlos dann. Weil die haben wir dann ja schon alle durch. Vielleicht jagen wir dann noch ein bisschen oder wir besorgen ein bisschen Eisen. Gucken wir mal. Schnell hier durchhuschen. Bevor der da zu dicht am Weg ist. Und wir dann zu dicht an ihm. Wäre nicht so gut. Hoppala. Ein wenig schlägern. Ja, 6 Jahre müssen wir noch, ne? Dann kann Xabor das Regime übernehmen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Die Generation dann auch noch weiterspiele oder ob das Spiel dann, muss man gucken, auf was anderweitig dann auf an Spielen auf dem Markt ist. Weil das dauert ja noch ein paar Jahre, wie gesagt, 6 Jahre brauchen wir mindestens noch. Der ist ja jetzt 12 und 6 Jahre sind noch eine lange Zeit. Da gehen also noch einige Folgen ins Land. Und wenn das natürlich passt, zum Frühjahr hin, so Februar, März, meine ich, kämen dann Hogwarts raus. Dann würde ich, hoffe ich, dass wir bis dahin mit Medieval Dynasty soweit dann sind, dass wir, dass der 18 ist. Oder ich muss eins von den anderen Spielen dann beenden. Man, so wie es jetzt aussieht, werde ich ja jetzt demnächst den Bausimulator dann erstmal beenden. Weil der mir einfach nicht so Spaß macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da haben wir da auch wieder ein Spieleslot frei. Aber gucken wir mal. So, jetzt müssen wir erstmal dem Wolf aus dem Weg gehen. Müssen nicht, aber ich gehe ihm ehrlich gesagt ist gerade lieber aus dem Weg als ihn, weil ich brauche das Fleisch überhaupt nicht und ihn nur des Jagens willen zu jagen, nee, das will ich nicht. Auch wenn es virtuelle Tiere sind, so sind es doch Tiere. Boah, 3 Wölfe. Holla. Dann machen wir uns mal lieber aus dem Staub. Müssen wir mal gucken. Hier könnte wieder ein Banditenlager sein. Hier irgendwo bei Denika ist ab und zu mal eins. Scheint aber entweder nicht da zu sein oder ich bin dran vorbeigelaufen. Oder beides. Dran vorbeigelaufen an der Stelle und es ist auch nicht da. So, wo haben wir denn hier die Quest? Jetzt hoffe ich nicht, dass es die näheren Quest ist.
Hi Mathilda, kann ich dir bei etwas helfen? Ah, es ist die Näherinnen-Quest. Okay. Dann gucken wir mal. Mit wem wir da. Muss ich gerade mal gucken. Tagebuch stick dich, die verfolgen wir gerade mal. Rosalinda, das ist doch meine Frau, ja. Okay, das wollte ich wissen. Dann können wir die Quests wieder annehmen. Ich hatte Hoffnung. Oder ich wollte jetzt einfach nur, also einmal hatte ich harte Hoffnung, dass wir die Näherin-Quest gar nicht machen müssen, aber okay, müssen wir. Aber deswegen habe ich jetzt extra geguckt, nicht, dass wir das irgendwo hier in Denika, nicht in Denika, aber Tutki oder so hätten ab, oder Brannika hätten abgeben müssen. Wäre ja auch alles noch möglich. Aber es war die Näherin aus unserem Dorf. Oder genauer gesagt meine Frau. Wenn ich mit irgendeiner hier garantiert nicht diskutieren werde, dann ist das mit meiner Frau über die Kunstfertigkeiten von Mathilda. Schauen wir mal, wie das endet. Ob Mathilda dann friedlich wird. Und meine die zweite, also die Stelle, die jetzt meine Frau da gerade hat, die Position sozusagen, die ist immer, lenkt immer ein, die sagt, okay, wir vertragen uns, zeig ihr meine Arbeit, das Friedensangebot, aber die einen geschickt hat, die nimmt das nicht immer an. Die sagt dann manchmal, nee, nichts da. Entscheide dich, was besser ist. So, Baranika will ich hin. Ich glaube, wir gehen hier unten lang, weil hier sind auch ab und zu mal Lager noch. Vielleicht sehen wir da eins. Können das noch leer räumen. Wäre ja gar nicht so ungeschickt, ne? Dann laufen wir nicht oben über Branika, sondern hier unten entlang. Hm. Kupfermesser. Bestimmt auch mal irgendwo bei einem. Weil hier unten hatten wir auch ab und zu schon mal Banditenlager. Da ist das bestimmt von übrig geblieben. Brennholz, Fackel und die Axt. Gut. Ganz zufrieden mit der Ausbeute, muss ich sagen. Dü-dü-dü. Kra. Kra, kra. Immer mal wieder gucken, ob hier irgendwo Banditen lagern. Ein Schlückchen trinken. So. So. Hm.
Den haben wir ja schon angeguckt. Dann gehen wir mal nach Baranica. In Borovo war das, glaube ich, mit den Stiefeln, oder? Wir haben noch 3 offene Quests. Ich meine, das wird dann Borovo. 2 hier in Baranica und 1 in Borovo. Dann können wir über Gostovia dann zurückgehen. Ich glaube, das passt ganz gut. Hi Zugfrieda, hier ist das Essen, das du wolltest. So, hört sich gut an. Ja, das ist Borovo. Da haben wir aber erst hier noch in die Münder zu füttern. Das bist du, oder? Genau. Leopolda, hier ist das Essen. So. Das ist Stickdich. Handelsdorf brauchen wir noch. Das ist in Borovo. Da laufen wir jetzt hin und dann geht's dann nach über Gostovia gehen wir dann heim. Ich würde sagen, das klingt nach einem guten Plan. Ein Luxibuchs. Ja, den Wagen haben wir natürlich auch schon entdeckt. Sind ja gestern auf dem Weg hier hochgelaufen. Winter ist schon irgendwo schön. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht nochmal was bauen. Nochmal weiter an unserem Dorf arbeiten. 3 Häuser haben wir noch, ne? 4? 4 haben wir, glaube ich, sogar noch. 4 leere. 5. Ich glaube sogar 5. Na, Mathilda, hier. Du bist das. Hier sind die Stiefel, die du wolltest. Danke dir vielmals. Einige Münzen für deine Mühen. Kein Problem. Gehen wir da lang. Und dann über Gostovia heim. Hoppala. Nervöser Zeigefinger. Tap. Ja, nächstes Jahr müssen wir dann, oder nächste Jahreszeit müssen wir dann schon wieder Steuern zahlen. Aber dann geht's auch wieder in den Frühling. Freue mich auch schon drauf. Mag den Frühling. Sommer und den Herbst mag ich auch. Und den Winter irgendwo auch. Winter ist halt wirklich so der Monat, wo man bauen kann, wenn man im Prinzip will, ne? Einfach die Zeit dazu hat. Braucht in der Landwirtschaft nicht viel machen. Oder wo man halt Quests lösen kann, je nachdem. Könnten mal gucken, ob die Spitzhacke hier ist. Thank you.
sind zwar Steine, aber die kann ich nicht. Naja, Spitzhacke ist ja auch nicht. Okay. Sonst ist die gerne mal dort. Wir gehen den regulären Weg zurück. Da könnte auch nachher nochmal ein Wagen da oben am Eck sein. Und dann muss ich meinem Schatzi die Schuhe von Mathilda zeigen. Kiste! Eisenerz, Münzen, ja. Nicht verkehrt. Hat sich gelohnt, dass wir den Weg gemacht haben. War definitiv kein Fehler. Hoppel, hoppel, hoppel. Ein Elch. So, wir gehen den Weg natürlich. Den Weg, den wir hergekommen sind, den gehen wir jetzt auch zurück. Muss ich mal gucken, wie viel Eisenerz wir denn haben. Ob ich da ein bisschen Eisenbarren machen kann. Dass der Schmied glücklich ist. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir gar nicht viel Erz haben. Weil deswegen hatten wir ja den Kupferanteil so hoch gedreht. Aber sehen wir gleich, wenn wir im Materiallager sind. Waschen muss ich mich auch schon wieder. Tüdü. Hab ich meine Stiefel eigentlich noch? Ja. Habe ich noch. Wobei die Winterstiefel zieht es mir, glaube ich, als nicht aus. Das sind dann eher halt die edlen Stiefel, die wir im Sommer, Herbst, Winter so tragen. Na, ihr drei. Mach mal den Stock da weg, das sieht doof aus. Das ist gar nicht Xaver, das ist Wilhelm. Erik und Ludgarda. Ja, letztens hatten wir ja Leopold, das ist ja jetzt letzte Jahreszeit neu dazu gekommen. Die Frau, die sich hart übers Ohr hauen lassen. So, Eisenerz, wie viel haben wir denn da? 1000. Okay, da kann ich natürlich nicht meckern, ne? Bronzeaxt. Das Eisenmesser brauchen wir noch. Fackel. Nicht Holzschaufel, nicht Kupfermesser, nicht Trinkschlauch definitiv auch nicht. Eisenpfeile kann ich mal 30 wieder raustun aus dem Inventar. So. Achso, und dann wollte ich Eisenerz. So, ein bisschen überladen sind wir, aber das macht nichts. Und wie ich sehe, ist die Folge auch um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.